and his robot jazz band. A 1, 2, 3, 4. Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines in the British One. Oh yeah! Wir haben in der letzten Folge erstmal alles repariert, was wir durch das gecrashte Spiel verloren haben. Das wird doch einiges. Heute kümmern wir uns mal um die Probleme der Bürger, indem wir ein paar Krematorien aufstellen. Oh, wir haben einen Strommangel, sehe ich gerade ein. Akuten Strommangel. Genau, das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe hier einen kleinen Feldweg gebaut. So. Und an den habe ich Solarkollektoren gestellt, weil die einfach urstig viel Strom bringen. So. So. Das habe ich blöd gebaut. Hallo, warum kann ich jetzt... Ach hier, gut. Ich habe nichts gesagt. Kommt hier noch ein dritter... Kann hier noch ein dritter hin? Wenn ich genügend Geld habe, ja. Alter, ich kriege gerade 20.000. Pro Woche. Ich kann jetzt auch noch... Ich glaube, produziere etwas viel Strom, ja. Ich kann jetzt erstmal ja welche ausschalten. Und theoretisch die ganzen Windräder auch. Die lasse ich aber stehen als Reserve. So. Aus. 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 Ich nenne die Folge, die eben Reparationen. Alter, alles doppelt gemoppelt, ne? Aber ich glaube, wir haben jetzt schon den Großteil wieder rein. So. Jetzt laufen nur noch zwei von diesen Solardingern. Wir produzieren immer noch genug. Es würde sogar fast eins reichen. So, also Strom habt ihr jetzt wieder. Wie sieht es mit dem Wasser aus, wenn ich gerade mal dabei bin? Das Wasser ist auch grenzwertig. Dann tun wir einfach hier ans Ende der Pipeline. Ja, ja, ich tue hier hinten noch einen, hinten einen Turm. So. Okay, stellen wir mal zwei hier hin. Der ist nicht an... Warum ist der nicht angeschlossen? So, jetzt ist er angeschlossen. Okay, ich kann noch einen hinstellen. So. Das sind jetzt genug. Wir verlieren Einwohner. Warum? Wir brauchen immer noch Industrie. Warum? Die können wir ja nach hier links... Ah, wir haben ja noch nicht... Können wir hier kaufen? Wir können gerade kein Feld kaufen. Was ist denn das für eine Schweinerei? 30.000 hatten wir übrigens auch erreicht in der letzten Folge. Oder in der vorletzten, keine Ahnung. Warum ist meine Stimme gerade belegt wie ein Brötchen? Haha, ich bin lustig. Also ich denke mal hier, das ist, sieht nicht schön aus. Hier das. Hier machen wir noch ein richtiges Dreieck hin. Kreuz, Viereck. Wie auch immer. Ist die Frage, ob wir das nehmen oder eins von denen? Aber wie sehen die eigentlich aus? Warte mal. So, ich habe eine Räuspertaste und nutze sie nicht. Warte mal. Und so. Meine Stimme ist gerade schon dezent im in the S. In your S-hole. Wenn ich das so mache. Ist es da zu lang? Nö, oder? Okay, das machen wir jetzt auch mal so. Pause. Einfach, ich reiße es jetzt einfach mal ab. Notfall können wir es ja neu setzen. Hier muss auch noch weg. So, welches war es jetzt? Was? Nein. Nein. Na, was ist das? Es war das, okay. Ich muss noch ein bisschen mehr abreißen. Es war etwas länger. Er hat gesagt lang. Ja, ich habe einen lang. Neidisch. So, sieht gut aus, ne? Ist das jetzt so richtig rum? Ja, sehr gut. Ich dachte, das war auch wieder The British One 2.0.
Was ist das für eine Gruppe? So. So. Und ey, das ist ein Meisterwerk. Eindeutig. Dann kommt hier, geht hier eine Two-Way Road raus. And here goes the Autobahn. Like this and like this. Geil. Oder? Einfach nur geil. Und hier kann man eigentlich eine Eisenbahnschiene. Muss ich mal kurz. Ich setze jetzt mal einfach mal kurz einen Bahnhof hier hin, testweise. Ich setze mir hier eine Straße hin. Eine Straße, habe ich gesagt. So, wenn ich mir jetzt einen Bahnhof hinsetze, kann ich dann bitte. Jetzt kann ich Schienen. Warum ich die nicht von vorne reinbauen kann? So, kann ich Schienen auch als Tunnel machen? Ja. Gut. Dann fangen wir nämlich so an, dass wir. Die Schiene neu verlegen, und zwar als Tunnel. So. Dann tritt sie hier wieder nach oben. Und es ist schief geworden. Geil. Und schon kann die Autobahn ja ungehindert weitergeführt werden. Ich weiß noch nicht wohin, aber sie kann weitergeführt werden. Entweder wir lassen das hier hinten in einen kleinen Kreisel enden. Klein natürlich. Ist immer relativ. Ja, das sieht gut aus. Warum kann ich hier keine gerade Straße bauen? Sehr mysteriös. Falsche Richtung, sehe ich gerade, Entschuldigung. So, dann ändern wir natürlich noch schnell die Richtung. Und schon haben wir ein neues Bürogebiet erschlossen. Das werden wir jetzt auch so gleich noch bebauen. Hier müssen wir dann auch natürlich noch eine U-Bahn-Station und eine Busstation hinlegen. So, selbstverständlich. Das kann aber ruhig mal ein bisschen geradlinig werden, finde ich. Ja, auf geradlinig habe ich Bock. Also wenn ich das ein bisschen enger platziere, könnte ich, glaube ich, sogar noch eine Reihe mehr hinkriegen. So, Straße, du hast nochmal gelöscht. Ja, wenn kann man eine Reihe Platz lassen, Junge. Das waren zwei Reihen. Das ist eine Reihe. Nicht genügend Geld. Was? Jetzt habe ich wieder genügend Geld. Yeah. Was hier noch? Ich habe gesagt, eine Lücke Platz lassen. So. Ich habe eine E-Mail gekriegt. Geil. E-Mail. Wie viel kostet ein so ein Feld? 100, okay. Ich sagte eins Platz lassen. So. Dankeschön. Liebes Spiel. Dann eine kleine Verbindungsstraßen. Ist das nicht wunderschön? Weiter geht's genauso in die Richtung noch ein wenig. Weil wir wollen doch hier einen Platz ausnutzen. Wir haben viel Bedarf an Büros. Und ja, lassen wir wieder mal diese kleinen parallelen Straßen verlaufen. Das sah halt relativ schick aus.
Das hier können wir abreißen, ja. Mein Gott, das war hässlich. Eklig. So. Genau bis zur Linie. Also, so dass es gleich weit geht. Ich frage mich, warum die Linie dann ein Stück R aufgehört hat. So. So. Und... So. Wunderschön, oder? Ja, der Meinung bin ich auch. Hier werden wir jetzt die erwähnten Bürogebäude hinpflanzen. So, meine Süßen. Dann pflanzt mal. Natürlich darf es auch an Wasserrohren nicht fehlen. Das ist ganz wichtig, weil keine Wasserrohre, kein Wasser, ne? Logisch und so. Alter, wie schnell. Bauen die bitte. Puh, da komme ich ja gar nicht hinterher. Alter, die haben jetzt schon ihre Häuser fertig gebaut. Haben die nur nichts zu tun und so? Frage ich mich da. Anscheinend nicht. Elf Minuten, schon wieder 32 GB. Hashtag läuft bei mir. Ist auch so ein Wort, das ich fast überhaupt nicht leiten mag oder kann. Wenn eins gerade ist, dann die Wasserleitung. Von Tim Burton's Stadt im vollen Fluss. Das ist ein Gesetz. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oder wie auch immer. So, bitteschön. Schon haben wir keinen Bedarf mehr. Na toll. Ich weiß nicht, wenn wir in einem Wohngebiet hinbauen, oder ist das etwas sehr laut? Was Einrichtung voll. Die Kapazität von Mülldeponien und Friedhöfen ist begrenzt. Der Friedhof ist auf Deutsch voll. Dann leeren wir ihn doch einfach. Die haben alle noch Probleme mit Sterben. Ich setze hier mal überall noch ein paar Krematorien hin, weil es Mangelware, wie es scheint. Ein guter Tod ist selten heutzutage. Tote belasten jeden. Tote sind nicht schön. Trotzdem müssen sie geschehen. Also gibt es Krematorien. Was laber ich ja gerade für einen Scheiß? Ah. So. Warum sterben eigentlich im Gewerbegebiet Menschen? Dann kriegen die auch ein Krematorium, ganz einfach. So, meine lieben Leutchen. Bitteschön. Straßennervert. Dieses Gebäude muss nebenan... Warum haben wir da einen Wasserturm hingesetzt? Aus. Wenn du nichts förderst, brauchst du auch nichts. Ganz einfach. Wir machen hier mal Wohngebiete hin. Nur mal so testweise. Ruckeln, durchspeichern. Die sind natürlich nicht schön, aber gehen nicht anders. Oh, aber sieden sie wirklich durchgängig welche an, ne? Bemerkenswert. Gleich haben wir alles ausgemalt. Genau jetzt. Mal gucken, ob hier jemand hinziehen möchte und leben. Hier sehnt sich jemand nach Parks. Ihr braucht mehr Parks. Warum braucht ihr noch mehr Parks? Ich habe schon so viele Parks gesetzt. Ihr solltet euch erquicken. Hier sind aber alle unzufrieden, die Bürger, ne? Wahnsinn. Undankbares Pack. Einsperren sollte man sie. Und nie wieder freilassen. Tun wir hier noch einen Park hin? Komm, wir tun einen Park hinbauen. Jetzt versuchen wir uns einfach immer noch so ein bisschen am grünen Bereich. Ganz, ganz viel Geklicke, ne? Ich würde sagen, ich drücke mal kurz die Taste, damit das Mausklicken nicht hört, aber dann hört er nicht meine wunderschöne, liebliche Stimme.
Und das will ich ja nicht. Während wir jetzt so klicken, ist mal so die Frage, könnt ihr irgendwelche Programmiersprachen? Weil wir lernen ja in der Schule in Informatik mit Delphi umzugehen und das ist meiner Meinung nach der größte Rotz auf Erden. Das ist eine Sprache, die... Erstmal gibt es dafür keine Lizenz mehr zu kaufen. Also neuer. Zumindest von dem Programm, das wir benutzen, Delphi 6. Das gibt es nicht mehr, es gibt nur noch Delphi 7, das ist scheiße. Und da ist halt das Problem, das sieht geil aus, ne? Das müssen wir hier überall machen. Oh, der Ver... Wow, what? Können Sie sich ja mal einigen, sonst mache ich nämlich diesen. Wo kommt denn die alle her? Ach so, von da. Ah. Fahrt, wie ihr wollt. Fahrt, wie ihr lustig seid. Oh, die wollen jetzt alle hier raus, ne? Ich glaube, das war nicht so praktisch, was wir hier gemacht haben. Oh, mir tut alles weh. Vielleicht sollte man... das anders lösen. So vielleicht. Damit die, die von hier kommen, einfach hier lang fahren können und hier auf die Autobahn ratterieren. Ich weiß nicht, ob das logisch ist. Sagt ihr es mir. So, wo wären wir gerade? Grünzone. Bauen hier. Alter, wie viele bauen hier bitte? Wie viel Bedarf haben wir? Kommen wir eventuell diese Folge sogar noch auf 30.000. Gut, ich glaube, das ist eher nie weniger, aber nichts ist unmöglich. Toyota und so, ne? Hashtag. Es gibt noch mehr Bäume? Nein, gibt's nicht. Kann ich ja auch mal schauen in den nächsten Folgen oder in der nächsten Aufnahmesession, weil ich nehme immer 2, 3, 4, 5, 6 Folgen hintereinander auf. Auf jeden Fall werde ich erstmal speichern. Verarschen, jetzt soll ich gerade einen Baum hinpflanzen, da kommt dann ein Haus hin. Wisst ihr, was wir gleich mal noch machen zum Folgenende? Genau, ihr wisst es doch. Ich brauch's euch doch gar nicht sagen, meine Versaute. Komm, verarschen, ich pflanze da Bäume hin und dann wächst da was. Sieht aber schon cool aus mit europäischen Gebäuden, oder? Meiner Meinung nach. War das eine gute Idee von den Entwicklern? Unseren paar Parks. Und Bäume mitten in der Großstadt haben noch niemanden geschadet, meiner Meinung nach. Sogar da kann ein Baum hin. Und hier kann ein Baum hin. Selbst hier kann ein Baum hin und... okay, da kann keiner hin. Ein Baum hier, ein Baum dort. Und schon ist die Socke fort. Mein Vorhaben machen wir mal... wachsen überall Bäume, da kann ich das nicht machen. Hierhin. Okay, das geht doch etwas schwieriger, als ich dachte. Herzlichen Glückwunsch, wir haben 30.000, wir haben 30.000, geil. Hafen, Frachthafen, Schiff, 2x2 Kilometer. Alter, wie schnell ging das jetzt, bitte? Wahrscheinlich hier durch. Alter, und wahrscheinlich durch den Grüngürtel. Hier ist auch noch einiger dazugekommen, weil denen das so gut gefällt. So, wunderschön, oder? Penis. Damit sind wir auch schon fast am Folgenende, sehe ich gerade, ne? Ich bin ja gespannt, weil ich habe ja die Unlimited Tree Mod installiert, mit der man unendlich viele Bäume pflanzen kann, angeblich. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich möglich ist oder ob es schon wieder eine neue Version von City Skylines gab, durch die das wieder deaktiviert wurde. Weil schön wäre es, weil... man kann hier so geil Grüngürtel pflanzen, sieht so episch aus.
Was halt noch schöner wäre, dass man einfach so Ausweichfenster machen könnte, dass man sofort ein ganzes Areal voller Bäume bepflanzt, weil dieses einzelne Klicken ist doch etwas lästig. Und ihr wollt nicht sehen, wie ich die ganze Zeit Bäume pflanze, oder? Glaube ich doch nicht. Na gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Mein Name ist Tim Böhm. Haut rein, Leute. Ciao.